Ja, hallo lieben Zuschauer da draußen und schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei einem neuen Video von mir und ich heiße euch da draußen alle herzlich willkommen im Jahr 2016. Dagibi präsentiert ihre Kosmetikprodukte. Nach Bibi zieht die nächste deutsche YouTuberin mit einer eigenen Kosmetiklinie nach. Auch Bibi möchte dieses Jahr weitere Produkte auf den Markt bringen und mit ihrem Gesicht vermarkten. Wie wir alle wissen, gab es ja letztes Jahr Dagiporn. Vielleicht gibt es ja in der nächsten Zeit ein paar Bibi-Dildos oder Dagi-Dildos. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Bibi in einem Video erzählt hat, dass ihr Kanal kein Werbekanal ist. Und ganz ehrlich, wenn ich mir den Kanal angucke, es ist ein reinster Werbekanal, da steht überall versteckte Werbung, da steht kaufe, 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 kaufe. Warten wir mal ab, was für neue Produkte die beiden rausbringen werden dieses Jahr. Komme ich nun zu der nächsten YouTuberin, die ich eben schon erwähnt habe, es ist Bibi, die mit ihren 1,6 Millionen Abonnenten, Kinder natürlich, Geld verdient tut. Und ich möchte euch gerne mal zeigen, dieses ach so coole Wattestäbchen, was ich hier in der Hand habe. Das ist so biegsam und man kann das so richtig geil benutzen für die Ohren oder auch für den Mundbereich. Man kann damit viel echt machen. Ihr könnt das gerne erwerben. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, ihr Lieben. Aber wie komme ich jetzt als 13-Jähriger oder 13-Jährige an diese Produkte ran? Alle Produkte, die ich euch zeige, werde ich hier unten in der Infobox verlinken, damit ihr raufklicken könnt und ich bekomme das dicke Geld. Ja, dankeschön. Die meisten ihrer Fans scheint es natürlich total egal zu sein, dass sie sich eigentlich Werbung in einer Dauerschleife ansehen. Letztendlich ist Bibi nichts anderes als eine moderne Teleshopping-Verkäuferin hier auf YouTube. So, ihr lieben Zuschauer da draußen, nun komme ich auch zum Ende dieses Videos und das heißt, ich möchte euch natürlich einen Kanal vorstellen. Ja, und zwar ist das ein Kochkanal mit rund über 1000 Abonnenten jetzt. Und dieser Kanal nennt sich Kochen mit Ciao! Wow! Herzlich willkommen zu unserem jährlichen Food Adventskalender. Und in dieser vorweihnachtlichen Kooperation genießen wir heute eine Maronen-Creme Brûlée mit einem Kumquat-Ingwer-Ragout. Wenn dir da draußen das Video gefallen hat, gib einen schönen Daumen nach oben oder ein schönes Kommentar ab. Das wäre sehr, sehr nett von euch. Und ja, ihr könnt euch gerne weiter hier unten bewerben. Ihr schreibt einfach hier unten rein. Ja, ich möchte auch mal gerne eine Kanalvorstellung haben. Dann schreibt es hier unten rein und vielleicht bist du oder diejenige das nächste Mal dran. Also, haut rein!